Und da sind wir auch wieder zurück und begeben uns zum Dorf Nuate. Falscher Knopf. Check aus. Nuate, Nuate, da hinten. Zack. It's them. I want to talk. Your voice. And I want you to hand over your Rathalos. It's you! So you were behind this all along, Zealot. Looks like they got us surrounded. We've been compromised. What do you plan to do with Ratha? You have always been so perceptive. And yet, you have no idea what will soon be born into this world, do you? The light from the pits is growing stronger and changing color. The way I see it, Altura has set the world on a course for utter disaster. Altura? That's the name of the monster you call Exalted One. A glorious name. Shall I tell you what you don't know? Our world is not headed for disaster, as you say. The Exalted One's awakening is simply the first step towards the birth of a brand new world. Everything will be destroyed to be born anew. And I wish to be there to see this new world born of the mighty Exalted One. What kind of nonsense is that? You're okay with our world being destroyed? You might die too, you know! All things in this world are subject to the cycle of death and rebirth. It is base arrogance to think we could be exempt. Who cares? I don't want to die! Give me the Rathalos. With its power, I shall awaken the Exalted One. You knew all along, didn't you? Ratha wasn't the bringer of calamity. Bringer of calamity? What fiction. All monsters simply fulfill the life they were born into. So too does the Exalted One. I tried to stop Altura from destroying the world. And Guardian Ratha did what he could to protect Ratha. All so that we could finish the job. We won't let you awaken it! Red passed away before he learned the truth about the Exalted One's awakening. Had he known what I know, he would have tread the same path that I walk now. That's not true! We're going to finish the work that Red started. It pains me to hear you say that, Enna. I was sure you would understand my point of view. You listen to me! Ratha has been putting his life on the line to protect us! I'm gonna fight for him now! I'm down for a fight. I'm ready. You intend to stand against the Exalted One? How foolish. Okay, das ja, sieht gefährlich aus. Oh, ich glaube, ich habe mir die Hose getintet. Ja. Können wir nichts tun, um deine Meinung zu ändern? Seid nicht so naiv. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Wir haben keine andere Wahl, als zu kämpfen. Es wird genug Zeit zum Reden geben, wenn wir das Ganze gestoppt haben. Okay, wir fangen an mit einem Kraftangriff auf okay, auf den da. Okay, die machen auch Kraftangriffe und der rechts macht... Ich
Geschwindigkeitsangriff. Naja. So, schauen wir doch mal. Dann gehen wir auf Geschwindigkeit. Da. Boah, ich dachte schon gerade, ich wäre das gewesen. Aber schnell um. Hey. Und los. Oh, es geht weiter. Upsi. Du hättest abhauen sollen, als du die Chance dazu hattest. Kai, es tut mir leid, aber ich habe Zerat aus den Augen verloren. Diese Klötze sind also nur Ablenkung. Was plant er? Ich plane erstmal einen Angriff. Mit, keine Ahnung, das hier. Okay, Technik und Rechtskraft. Some very important news to share with all of you.
I heard all about it from Cheval. He told me that Ultura is the cause of the pits. Yeah! And it's getting stronger by the minute! When the light from the pits turns blue, the world will be past the point of saving! If I had only believed you from the start, it might never have come to this. I'm so sorry. Don't sweat it, Lilia. I knew you'd come around sooner or later. There wasn't a doubt in my mind. Naviru. Anyway, don't beat yourself up about it. What was it you wanted to tell us again? The Scriveners found some information on Ultura. Specifically, the location of its lair and birthplace. It's currently sealed off to prevent anyone going there. Where is it? On Hakolo Island. Mahana Village could be in danger. You hear that, partner? I'll come with you to Hakolo Island. But we need to hurry. Das sagen wir nur dazu. Grausam. Same Rathalos? Wow. He's grown big and strong. Huh? What's that? Everyone is offering up their prayers. What's the matter, Kyle? Nothing. I just thought that since it's used in rituals, it might... Monster. Its name is Ultura. And its lair, sealed off long ago, is here on Hakolo Island. It must be the Forbidden Grounds. Legend tells of a maddened monster laying waste to the land. And that place was sealed off, trapping the monster within. That's the place! Red poured all his energy into investigating Ultura. You suppose he saw this coming? Tsukino, we're going too. Now's the big mission. Okay, Ratha. Keep them safe.
Das Ende naht. Okay. Was machen wir? Alle stehen da rum. Ich gehe erstmal ins Dorf. Rest abgeben, alles überprüfen. Und so weiter. So. Gehen wir mal hier hin. Nebenquest. Einreichen. Prüfungsquest. Nichts Neues. Okay. Den Schmied abchecken. Welcome. Okay, nichts Neues. Gute Rüstung. Gigante U-Rüstung. Okay. Vielleicht Verbesserungen möglich? Verdammt! Ich müsste mir Clavius killen. Waffen? Wird wohl auch nicht da sein, nein. Mist! Mist, Mist, Mist. Nö. Nee. Leider nicht. Okay. Thank you. Dann werden wir uns wohl dahin begeben. Würde ich sagen. Auf geht's! This is the place, isn't it? Yeah. Are you scared? Scared? I'm no scaredy cat. Nope. I'm a fearless feline. I'm not scared either. Not with all of you by my side. Let's go. Gib dich zum Wald. Bis zu den verbotenen Kunden auf. Die verbundenen liegen, sie liegen tief im Bau des Wächterwärter. Alles klar, nun versuchen wir sie zuerst den Bau zu erreichen. Ja, versuchen wir mal. Die Frage, wo der Bau liegt. Geradeaus oder. Ah, was ist denn das? Sand Barriers.
Okay. Wenn die Monster-Mission so Schaden reinhauen, was haut denn dann der Endboss mir rein? Soll ich das denn packen? Oh, hier sind wir falsch. Hä? Oh, falsche Abzweigung. Hey Partner. Was denkst du eigentlich, was für ein Monster Olotoria ist? Bist du neugierig oder hast du Angst, hm? Wenn du glaubst, ich fürchte mich so leicht, irrst du dich. Wir haben schon einige heikle Situationen durchgestanden. Was sind das hier? Innenbau. Hä? Sind wir hier überhaupt richtig? Schaff es. Oh. Erinnerst du dich, als wir das erste Mal hierher kamen, Partner? Unsere erste richtige gemeinsame Quest. Aber jetzt haben wir Kai, Tsukino und Ella mit dabei. Mit so einem Team sind wir so gut wie unaufhaltbar. Wie auch immer. Ja, wir folgen mal hier diesem roten Dinger an, was ist das? Kann ich das angreifen? Hä? Greift mich das an? Folgt mir das? Nö, ne? Oh, folgt mir doch. Ich dachte, es weist uns den Weg.
dass das hier auch richtig ist so. Ui. Warum kommt der? Oh. Jo, ich hab nur noch ein Leben. Ja. Ernsthaft, ey. Unglaublich. Machen wir uns nochmal dahin und dann geht's weiter.